Ja, liebe Freunde, danke fürs Wiedereinschalten. Danke, dass ihr noch immer dabei seid. Obwohl wir, glaube ich, im letzten Part echt so ziemlich den beschissensten Part gehabt haben, den ich seit langer Zeit hatte. Irrsinnig unglücklich, natürlich zwei Niederlagen, vor allem die eine Niederlage mit der roten Karte war super, super nervig. Ja, wir müssen es abhaken. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass es heute besser weitergeht. Das Problem ist, wir treffen heute auf Arsenal wieder in der Conference League. Dementsprechend, ja. Viel besser wird es heute wahrscheinlich nicht werden, aber wir haben zumindest die Chance, in der Liga heute wieder mal ein gutes Ergebnis einzufahren. Und zwar gegen Banik Ostrava. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir die Aufstellung machen und wie wir das Ganze hinbekommen. Denn ja, danach haben wir das Duell gegen Arsenal und im Endeffekt müssen wir uns jetzt aber einfach durch diese Tabellensituation hier auf die Liga konzentrieren, so schlimm es klingt. Also ich werde jetzt auf jeden Fall das stärkste Team aufstellen, dann gegen Arsenal auch, jeder, der halt fit ist. Weil hier sieht man, wir haben zwar super begonnen, aber jetzt ist gerade so der Abwärtstrend. Und das kann natürlich unter anderem auch daran liegen, dass wir diese Doppelbelastung haben, die natürlich schwierig ist für uns, so schön es auch ist. Ja. Ah ja, eine Geschichte noch. Ich habe euch ja gefragt, was ihr davon halten würdet, wenn wir nach Österreich wechseln würden. Und da waren einige von euch begeistert. Also ich habe bisher nur positive Kommentare gelesen. Keiner, der gesagt hat, ich soll es nicht versuchen. Deswegen werde ich mich jetzt einfach mal in St. Pölten bewerben. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so gut ankommt. Aber ich riskiere das jetzt einfach mal. Gut, ah ja, Krapka, der ja seinen Vertrag nicht verlängern möchte, der wechselt jetzt fix für 300.000. Das heißt, da haben wir nochmal Geld für den Verein reingeholt. Sonst wäre er eben im Sommer ablösefrei gegangen. Gut, Schwarzerl gesperrt. Ja, da war ja was. Das heißt, den müssen wir ersetzen. Da muss Krapka durch, obwohl der schon ein bisschen müde ist. Den Dino Peric nehmen wir mit. Der darf natürlich spielen mit Pokorny. Tauschen wir die beiden wieder. Wobei ist Peric nicht. Sind das beides Linksfüßer? Nee, gar nicht mal. Dann ist es eigentlich fast besser, wenn wir Pokorny rechts haben. Ich würde den auch gar nicht Ball spielen lassen, um ehrlich zu sein. Weil der mit einem Passwert von 11 zwar ganz gut ist, aber schlechte Technik hat und schlechte Übersicht. Lass mal die Standardrolle so, weil ich glaube, hier war er Ball spielen, oder? Nein, gar nicht mal. Was haben wir da eingestellt? Weniger Risiko. Ah, okay. Gut. Juracek. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. David Juracek ist, glaube ich, international nicht registriert, oder? Ich check das jetzt sicherheitshalber nochmal. Wer da jetzt nicht registriert ist. Genau, passt. Juracek und Blecher. Ich war mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Deswegen spielt er auf jeden Fall durch. Ikedi statt Sedlak. Wobei die beide auch von der Spielbelastung her hoch sind. Bei Blecher haben wir auch das Problem, dass der ein bisschen müde ist, aber der wird da durch müssen. Krusek und Cutlets vorne. Wobei ich lasse jetzt wieder mal das Sturmduo Šivča Krusek spielen, weil ich finde, dass die irgendwie besser miteinander harmoniert und funktioniert haben. Wobei Tendeng natürlich auch. Nee, dann lassen wir heute Tendeng spielen, weil der braucht sowieso diese regelmäßige Spielpraxis und Blecher. Ja, kann man dann hier einwechseln oder so. Damit der nämlich nicht mehr besorgt ist, dass wir ihn abgeben wollen. Dann lassen wir Duris und Votanell spielen. Wir nehmen den Matuschek auf die Bank mit. So, jetzt überlege ich gerade noch. Mokrovic ist noch angeschlagen, wenn wir sonst noch mitnehmen können. Keaton Slama können wir gut wechseln. Sedlak können wir einwechseln, ist auch eigentlich halbwegs fit. Den Trimschli nehme ich einfach mit für den Blecher. Ne, passt schon, machen wir so. Matuschek und Cutlets. Gut. Dann würde ich mal sagen, legen wir los gegen Banik Ostrava. Kann den Part so richtig schön keine Banik gegen Arsenal nennen heute. Ich liebe einfach diese schlechten Jokes. Habe ich schon wieder keinen Spielesound? Ist schon langsam nervt mich mein Aufnahmeprogramm ein bisschen. Ich muss das jetzt jedes Mal manuell einstellen. Wer ist dieser Manuel? So. Leute, Daumen drücken zu Hause. Ich spüre das. Die Zuseher auch. So, Sound leiser. Freistoßbuch da. Boah.
Ich glaube, da hat sich Stanek gerade verschätzt. Das hat irgendwie so ausgesehen, als würde er absichtlich zurückziehen und absichtlich nicht rangehen, weil er gedacht hat, dass der vorbeigeht. So, Duris zieht nach innen und haut ihn gleich mal drüber. So, Buch da mit der Flanke, Juracek klärt, Rusek, ja, kann leider nicht in Richtung Chiefchak verlängern, das wäre jetzt perfekt gewesen. Die drücken weiter und da haben wir jetzt gerade richtig Glück, dass wir in der fünften Minute nicht in Rückstand geraten durch diesen tollen Pass in die Tiefe. So, Duris. Und da ist Juracek sein erster Treffer für uns, sein erstes Saisontor. Und damit die Führung in der 10. Minute nicht unbedingt jetzt verdient. Aber nehmen wir natürlich gerne trotzdem mit. Ikedi hier, dann sehen wir Duris mit der tollen Übersicht. Und Juracek mit dem rechten Fuß zieht er richtig gut ab. Trifft den Ball genauso, dass er unter der Latte einschlägt. Und ja. Oh Gott. So selten so, dass ich mich darüber freue, wenn etwas unter der Latte einschlägt. Aber. Nein, den schneide ich jetzt nicht raus. Also, wer noch mehr schlechte Witze haben will, strategiewelt.at. Das Crusader Kings Let's Play mit einem meiner besten Freunde, mit dem Michi. Also, das ist schwarzer Humor, aber sowas von ohne Ende. Ich sag's nur. Auch wenn ihr vielleicht mit dem Spiel nichts anfangen könnt. Macht auf jeden Fall extrem Spaß mit dem Michi, so herumzublödeln. So, Stanek, nächste gute Parade. Und nächste gute Chance vor allem auch für die Gegner. Also, im Endeffekt spielen die das richtig gut. Ikedi mit einer gelben Karte. Super, jetzt habe ich den, die Szene verpasst, wie wir wieder den Ball verloren haben. Ja, vielleicht besser so. Stanek mit dem Abschlag. Ja, Motornell mit dem Pass in die Tiefe. Čivčak ist durch. Und da war gerade noch der Torwart dran und damit leider nicht die ausgebaute Führung. Aber vielleicht jetzt. Tendeng. Und Rusek per Kopf. Okay, also momentan ziemlich ausgeglichen, wobei wir wenigstens 60% Ballbesitz haben. Jan Motornell, der in der Saison ja auch schon einiges irgendwie schuldig geblieben ist, konnte jetzt nicht so sehr an seine starke letzte Saison und vor allem an die starke Rückrunde anknüpfen. Aber wie hieß denn schnell der Rechtsaußen, der Erfahrene, den wir verkauft haben? Weil durch seinen Abgang ist er dann eigentlich Jan Motornell in der Rückrunde so ziemlich rangekommen und hat viel Spielerfahrung bekommen. Jan Motornell. Eieiei, schade. Aber Peric. Nix. Wir müssen halt jetzt auch echt überlegen, was jetzt so die nächsten Schritte sein könnten. Ich meine, jetzt haben wir uns in Österreich beworben, aber die Frage ist halt einfach, will ich es realistisch haben? Das heißt, dann muss ich natürlich versuchen, dass ich von der Karriereleiter her eher nach oben komme. Das heißt, dann könnte ich so Länder wie, ich weiß nicht, Bulgarien oder was wir alles sonst noch drin haben von den kleineren Ländern, eigentlich schon fast rausnehmen, weil ich glaube, da wäre dann sogar ein Top-Club und Meisterschaftskandidat vielleicht jetzt rein spielerisch ein Abstieg. Also da war der Anfang bei Sigma Olmütz vielleicht gar nicht so optimal, weil wir fast ein bisschen zu stark begonnen haben. Dafür habe ich schon überlegt, ob wir vielleicht doch andere Ligen noch dazu tun, wo wir schon mal waren. Keine Ahnung. Aber da könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das wird unser gemeinsames Projekt. Und da schreibt bitte wirklich alle eure Meinung einfach rein, weil ich kann natürlich nur diejenigen berücksichtigen, die mir auch sagen, was sie haben wollen. Im Nachhinein dann sagen, nee, das finde ich gar nicht gut, ist dann halt schwierig. So, ich bringe den Cater jetzt für Ikedi. Weil wir natürlich das Glück haben, dass Cater auch auf der 6 spielen kann. Cater kann 6 spielen, ja. So ein Glück. Aber jetzt haben wir da schon schön zugelegt, was die Chancen angeht. Aber man sieht so am Expected Goals Wert, so wirklich gute Chancen haben wir nicht.
Was immer nicht so wirklich überlegen. Ten Deng mit einer gelben Karte. Die Gegner sind zum Teil schon richtig müde. Dabei waren es wir, die in der... Haben wir nicht Verlängerung? Ne, wir haben nicht Verlängerung gespielt. Ein Frosch im Hals. So. Da der Ballverlust. Rusek versucht ihn zurückzubekommen. Grabka nicht gut. Frühe Flanke gefährlich und er geht sogar an die Latte. Jo. Aber man muss halt auch sagen, Panik Ostrau ist jetzt auch kein leichter Gegner. Also ich würde die ziemlich auf Augenhöhe einschätzen. Rein von der Qualität her. Die haben halt schon aber auch Spieler im Kader, die wir gescoutet haben. David Buchter zum Beispiel haben wir gescoutet. Den Kolik haben wir gescoutet, glaube ich. Genau, weil da habe ich ja den Joke mit dem Bruder Wörko Kolik gemacht. Manchmal tut mein Humor halt auch echt weh. Fragt meine Freundin. So, Blecher. Und dann bringe ich den Slama einfach für den Jurajak, weil der auch schon müde ist. Und dann noch frische Kräfte haben für die Schlussphase. Ich bin schon gespannt auf das Arsenal-Spiel. Wie gesagt, es ist, glaube ich, echt wichtig, dass wir uns momentan auf die Liga konzentrieren und... Ah, das war Abseits. Das war Abseits. Souverän gemacht von der Verteidigung und sie ins Abseits gestellt, sage ich jetzt einfach mal. Innerlich ärgere ich mich gerade furchtbar, dass wir überhaupt so eine Chance noch zulassen. Ich glaube, das war richtig knapp. Na, okay. Doch nicht so knapp. Aber wenn der einen halben Meter weiter hinten steht, wären wir, glaube ich, auch nicht hingekommen. So, Van Acker. Der geht zum Glück drüber. Sagen, jetzt beginnen wir mit dem Zeitspiel. Das haben wir eh drin. Und die letzten Sekunden laufen. Krapka nochmal mit dem Einwurf. Und das war's. Ganz, ganz wichtig, hier mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben und den Sieg in der Liga zu holen. Schöne Geschichte, dass das geklappt hat. Sehr gut. Damit sind wir in der Tabelle nach wie vor auf Platz 8, aber von den Punkten her ist es zumindest natürlich ganz wichtig gewesen. Panik Austria war sogar weiter oben, also haben wir schon einiges gut gemacht jetzt. Zumindest von den Punkten her mal. Love Siege, boah, der ist stark. Derbe. Kann man ja mal scouten. Gut, jetzt schaue ich mit euch trotzdem mal kurz die Ligen durch. Das sind die Ligen, die wir aktuell anhaben und das sind einige, wie zum Beispiel England, Deutschland, nur betrachtbar. Italien, sage ich jetzt ganz ehrlich, mache ich spielbar, weil in Italien waren wir schon lange nicht mehr. Das ist dann erst mit nächstem Jahr, Juni. Frankreich machen wir betrachtbar, Spanien machen wir betrachtbar, das passt alles. Aber jetzt ist eben die Frage, also sowas wie eben Rumänien, Bulgarien, ich persönlich glaube, dass das zu schwach ist. Also es wäre für uns ein Abstieg. Deswegen würde ich jetzt diese Länder ehrlich gesagt rausstreichen. Mit dem Rest kann ich eigentlich ganz gut leben. Ungarn ist auch so eine Sache, das ist eigentlich auch, streich die auch raus. Weil ich glaube, wir haben hier genügend Länder, in denen wir hier tätig werden können. Und... Da ist die Frage, ob man vielleicht sonst noch irgendwas reintut. Portugal haben wir nicht drin. Ich wollte eigentlich Ostblock, aber irgendwie gibt es jetzt eh nicht so viel her. Ich nehme Portugal dazu. Und ach, Schweiz haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich nehme die Schweiz auch dazu. Dass wir halt quasi ein bisschen tauschen. Und dann schauen wir einfach mal. Ich meine, St. Pölten wird jetzt, glaube ich, nichts werden. Emanuel ist unzufrieden mit der Leihe. Das Thema hatten wir schon. Und der wird bei uns halt nicht mehr spielen. Ja, hole ich ihn halt zurück, es hilft eh nichts. Er wird bei uns zwar jetzt, wie gesagt, auch nicht mehr spielen, aber ja, vielleicht haben wir wenigstens bessere Trainingseinrichtungen oder so, dass er dann bei uns davon wenigstens profitiert. So, und jetzt dann das Heimspiel gegen Arsenal.
Danach haben wir Länderspielpause, so wie es aussieht, oder zumindest mal frei, was auch gut ist, gerade jetzt in dieser anstrengenden Phase im Moment. So. Viele Zuschauer erwartet 7.500, das müsste ein ausverkauftes Haus sein. 12.000 haben wir eigentlich. Wieso? Wieso kommen wir dann nur 7.500 gegen Arsenal zu Hause? Schräg. Sehr, sehr schräg. So, Mokrovic steigt wieder ins Training ein. Ich muss endlich das Spielerbild einfügen. Der Marco hat mir nämlich auch eins geschickt. Galatasaray. Gut, das werde ich nicht kriegen, aber geil wäre es eigentlich. Sparta Rotterdam würde mich persönlich reizen, aber haben wir halt. Also, Niederlande haben wir gerade erst gehabt. Trenzin haben wir auch schon gesehen, aber das wäre jetzt halt kein Aufstieg. Die Galatasaray wäre natürlich frech. Jablonec ist, glaube ich, auch ziemlich auf ähnlichem Niveau. Und Galatasaray, die sind an Peter Bosz interessiert. Ich glaube, da muss ich mich nicht mal bewerben. Da mache ich eher, sorge ich eher für Unruhe, wenn ich mich da bewirb. Aber wir sollten jetzt wirklich jedes Mal reinschauen. Bewerbung bei St. Pölten ohne Erfolg. Die konnten. Ah, wie lustig. Okay. Die wollten anscheinend sogar mit uns reden, aber der Vorstand wollte uns nicht ziehen lassen. Diese Kompensationszahlung ist recht hoch. Ich rede mal mit ihnen. Oh je, je, okay. Soll ich drohen? Nein, das mache ich nicht. Ich enttäusche es. Ich ziehe mich da jetzt einfach mal zurück und bin enttäuscht, aber verstehe es so quasi. Weil, ja, ich sage ihm ganz ehrlich, ich werde jetzt keine Unruhe reinbringen. Ich möchte die Gruppenphase sonst eh noch mitnehmen. Also das ist jetzt eh kein Thema. Aber ich würde schon ganz gern, eigentlich. Naja, so. Wir stellen jetzt mal für das Spiel gegen Arsenal auf. Das stellt sich eh mehr oder weniger von selbst auf, weil die hier unten größtenteils ausfallen. So, Spielbelastung ist bei vielen, vielen Spielern hoch. Schwartal rechts hinten. Schauen wir mal, ob wann der dieses Mal eine rote Karte kriegt. Keita rein mit Dino Peric. Statt Ikedi darf wieder Sedlak ran. Tendeng ist drin, das passt auch. Matuschek statt Duris. Und dann würde ich persönlich sagen, dass man den Philipp Kubala Stürmer spielen lassen. Wobei, ich lasse ihn eng in der Spitze spielen und Rusek vorne. So sieht man eben quasi, dass das jetzt doch trotzdem so ziemlich. Also ist jetzt nicht so, dass wir da komplett durchrotieren. Was jetzt gerade auch nicht notwendig ist, vor allem eben, weil wir nach dieser Ligaspiel, nach diesem Ligaspiel am Wochenende dann ja gemütlich 2 Wochen Pause haben. So. Schauen wir mal, wie Arsenal spielt. Ja. Also. Ja. Ja. Oh, mir schwant Böses. Sagt man da mir schwant Böses oder mir ahnt Böses? Wieso sollte mir eigentlich was Böses schwanen? Was haben Schwäne damit zu tun? Mir schwant. Tatsächlich sagt man das. Ah, okay. Hat im Volksglauben schon seit jeher, der Schwan hat im Volksglauben schon seit jeher das Image weissagende Kraft zu besitzen. Mir schwant Böses, ist also quasi einfach sowas wie eine Vorhersage. Aha, es hat wirklich mit den Schwänen zu tun. Naja, Schwan drüber. So, Tomiyasu, Sinchenko. Und, oh, wir sind schon Minute 14. Während ich da gegoogelt habe, ist voll viel Zeit vergangen. Wie lange habe ich gegoogelt? Bin zumindest echt froh, dass wir so wenig zulassen im Moment noch. Mit den gelben Karten müssen wir halt extrem aufpassen in so einem Spiel, weil gerade wenn du so dribbelstarke Gegner hast, kommt es halt schnell mal zu Fouls. Wobei die Arsenal sogar mehr Fouls macht als wir bisher. Die können mit unserer Klasse einfach nicht umgehen. Seht ihr, ich muss nach Italien.
Aber ich habe schon überlegt, nächstes Jahr vielleicht einen Italien-Safe zu machen. Ich liebe das Land einfach und das von mir, von Graz aus, nicht so weit ist nach Italien, könnte man dann, je nachdem, wo man halt landet, vielleicht sogar dann echt mal beim Verein vorbeischauen und dort ein Spiel besuchen. Also schauen wir mal. Aber es ist noch lang bis nächstes Jahr FM. Der wird dann wahrscheinlich wieder irgendwann im November rauskommen. Super Tackling vom gelb vorbelasteten Ceballos. So lobe ich es mir. Rusek, ja, das war knapp, aber er hat ihn. Botanel. Da ist Kubala. Nein, an dem Pfosten. Beinahe die Führung gegen Arsenal. Oh, schade. Schade. Tendeng ist müde, aber der muss durchhalten. Der ist unzufrieden gewesen mit seiner Spielzeit. Das hat er jetzt davon. Jetzt beiß auf die Zähne. Woher kommt eigentlich bei auf die Zähne beißen? Ich lasse es jetzt. So, wir schulden Arsenal noch was. Rusek. Ja, okay, bei Rusek. Da geht mir ist egal. Stürmer müssen wir nicht unbedingt einstellen, dass sie aufpassen müssen. Ich würde jetzt im Moment vielleicht einfach mal weiterspielen lassen. Und wir haben hier 5 Wechsel, also so in der 60. werde ich dann mal beginnen. Also es tut sich irgendwas Aufregendes bis dahin, aber sonst reicht das, glaube ich, wenn wir zu diesem Zeitpunkt anfangen zu wechseln. So. Ich habe heute einen richtig, richtig langen Arbeitstag gehabt. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe trainiert, bin duschen gegangen und habe mich so auf die Aufnahmesession heute gefreut, Leute. Muss schon sagen. Es tut einfach gut abzuschalten hier. Manchmal ist es halt auch nervig, weil dir der FM dich dann halt auch so quasi anquatscht und dir sagt, was, du hattest einen anstrengenden Tag und haut dir einfach im nächsten Moment voll in die Fresse. So wie halt im letzten Part einfach. Aber so größte Zeit macht es einfach schon extrem Spaß. Meinen privaten Sturm Graz Safe, den werde ich dann jetzt auch irgendwie weiterspielen die nächsten Tage abends mal. Damit ich da ein bisschen was herzeigen kann wieder, weil ich glaube, das hat einigen Leuten ganz gut gefallen. Zumindest die Zuschauer, also die Aufrufe waren recht hoch. Viele Kommentare. Also, ja, wird es da wahrscheinlich dann auch bald mal mehr geben. So, was es jetzt auch mehr gibt, sind Chancen für Arsenal. Was für eine Überleitung. Also sie werden aktiver. Die haben irgendwie doch Bock, das Spiel zu gewinnen. Und sie haben nicht nur Bock, sie haben auch Tor. Ja, schade. Jetzt haben wir so lange mitgehalten. Ich will es gar nicht sehen. Na, ich möchte jetzt eigentlich. Wiederholung brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Vielleicht kriegen wir dann noch das dritte Spiel hier in dem Part unter. Tendeng. Mit dem Pass in die Tiefe auf Rusek. 61. der Ausgleich. Den nehme ich gleich raus hier. Na, der wird wirklich müde und hat schon gelb. Ich nehme den wirklich raus. Auch wenn er mir jetzt total leid tut. Aber was für eine Aktion. Ganz, ganz stark. Voll cool. Kann er sich dann von draußen nochmal anschauen. Tendeng. Ja, das ist, die besten Spieler sind gerade müde bei uns. Ich kann jetzt Lama für den Jibal bringen hinten, weil der eben die gelbe Karte auch hat. Damit man da jetzt eben die Gefahr dieser gelb-roten mal ein bisschen ausklammern. Was für ein Assist von Tendeng. Super Pass in die Tiefe und Rusek macht es gut gegen den rauslaufenden Turner. Matt Turner. Ødegaard, kein Problem für Stanek. So, wie schaut es mit der Müdigkeit aus? Ja, ich muss Tendeng dann eigentlich jetzt rausnehmen. Der ist wirklich K.O. Jetzt könnte man natürlich den Ikedi bringen, um die Defensive zu stärken. Oder den Slamena. Aber der ist defensiv so schwach, dass ich da lieber den Ikedi bringe. Ich mache hier einfach dicht im Zentrum mit zwei Leuten auf Verteidigen. Wirklich dicht wird es gegen Arsenal wahrscheinlich eh nie sein. Aber es ist okay. Es ist okay, nicht ganz dicht zu sein. Aber bei Arsenal ist Vieira verletzt, habe sie jetzt gerade in Nketiah gebracht. Und was auch cool ist, das muss ich echt sagen, dass die gerade ein bisschen müde werden. Aber gut, wir sind auch nicht topfit. So, wir haben noch zwei Wechsel und eine Wechselphase. Also wenn ich jetzt was mache, dann müssen wir dabei bleiben. Deswegen bringe ich den Duris links außen für den müden Jan Votanell.
Und dann den Cutlets für Kubala. Ich werde den aber sogar auf Support stellen, dass wir hier noch einen Ticken defensiver werden. Weil ich würde natürlich super gerne ein X gegen Arsenal mitnehmen. Oh, 83. Smith Rowe. Peric klärt super. Rausrücken machen wir halt wieder nicht. Boah. Echt. Ich finde, Seger sollte so ein, so wie so ein Phrasenschwein, irgendwie so einfach in so eine Sparbüchse jedes Mal einen Euro reinwerfen oder einen Pfund, wenn sie nicht rausrücken. Es sind schon zwei heute. Schaut euch an, wie die gedrückt haben. Es ist halt manchmal einfach so, dass man drückt und drückt und drückt und trotzdem kommt nichts raus. Schwartal rausrücken wäre nicht schlecht. Guck mal, wie angewurzelt die da hinten stehen, aber Peric hat ihn. Und abseits. Ha. Bostanek mit dem super Reflex hier. Gut geklärt, Schwartal klärt den auch. Inchenko. Was für ein schlechtes Timing vom Slama. Der springt irgendwie 3 Minuten früher hoch, bevor der Ball da irgendwie kommt. Letzten Sekunden laufen. Yes, Leute, wir haben ein X gegen Arsenal geholt. Wie geil ist das denn? Und wegen Gunners. Platzpatronen waren das. Wie schön ist denn das bitte? Vor allem, die haben bisher jedes Spiel gewonnen. Vielleicht haben wir das Glück, dass die gegen Rosenborg wieder gewinnen, dann haben wir auf jeden Fall mal einen Punkt mehr geholt als sie. Also wenn wir gegen Riga jetzt gewinnen, dann sieht es, glaube ich, echt nicht so schlecht aus. 166.000 haben wir fürs Unentschieden gekriegt. Schon krass. Und ja, ein X gegen Arsenal ist halt schon äußerst beeindruckend, muss man echt sagen. Expected Goals Wert spricht natürlich eine deutliche Sprache. So, Länderspielreise. Ich würde sagen, wir machen jetzt echt einen XXL-Part, weil eben diese Länderspielpause kann ich dann gut überspringen. Sonst immer ein bisschen blöd. So, die 50 besten Spieler der Welt, die schauen wir jetzt, glaube ich, auch nicht durch. Die sind nämlich alle eine Spur zu teuer. Saka ist mittlerweile bei Real. Krass. So, Cutlets trainiert nicht gut, Schwartal trainiert nicht gut. Jan Sterber trainiert nicht gut. Da müssen wir natürlich dann durcharbeiten hier. Ach Leute, also ich habe jetzt echt wilde Befürchtungen gehabt, was diese Arsenal-Partie angeht jetzt. Aber dass man da irgendwie mit so viel Dusel ein X holen, ist schon genial. Wenn wir jetzt noch Brünn schlagen, dann bin ich richtig glücklich nach dem Party. Wir haben 55.000 Fernsehgelder erhalten. Ja, jetzt einfach jeden Tag ins Arbeitsamt. Bin ein motivierter Arbeitssuchender. So, Krapka rechts hinten. Dann haben wir Pokorny. Peric wird, ja, wird kritisch, den müssen wir jetzt eine Pause geben. Gehen wir Sterber oder nehmen wir Keita. Ja. Jan Sterber braucht auch Einsatzzeit. Jebal lassen wir. Settler geht eigentlich auch. Statt Tendeng den Blecher, Tendeng auf die Bank, weil den müssen wir wahrscheinlich wieder einwechseln, damit er seine Spielzeit bekommt. Ja, und jetzt? Cutlets und Kubala. Weil die sind von der Auslastung her noch relativ. Ja, ist echt wahrscheinlich gar nicht so unvernünftig. Und dann werde ich noch den Sip spielen lassen, links außen.
Jan Motanell war sowieso schon ein bisschen müde. So machen wir das. Also gegen Brünn jetzt auch noch. Da zieht, glaube ich, ein Sturm auf. Schaut mal, wie schnell das da oben geht. So, also Brünn auf Platz 11. Favoritenrolle ist klar, aber Brünn hat sich eine gemütliche und schöne Woche gemacht. Ein paar gute tschechische Biere gezwitschert, während wir da uns den Arsch gegen Arsenal abgerackert haben. Dementsprechend werden die natürlich fit und motiviert sein. Wir sind wahrscheinlich beides nicht so wirklich. Na, zumindest motiviert sollten wir schon sein. Und ja, dementsprechend wird das sicher keine leichte Partie. Matuschek. Ganz schlecht gemacht von Jebal. Der nimmt ihn an und verliert ihn in der Situation gleich wieder. Das hat er wirklich nicht gut gelöst. Der Schneeball. Ich habe auch unseren Linksverteidiger vergessen, befürchte ich. Jo. Nicht vergessen natürlich, das würde ich nie machen. Der bekommt einfach ein bisschen Pause, weil er so gut gespielt hat und so ein schönes Tor geschossen hat letzte Woche. Da muss man auch einfach dran sein als Trainer. Für ihn da sein. Und einfach mal sagen, Junge, hau dich in den Jacuzzi. Und ist dann nach der Länderspielpause wieder dran. Na, ich habe es einfach wirklich komplett übersehen. Ja, schwierige Partie. Aber wir haben natürlich noch Qualität auf der Bank, die wir bringen können. Leider halt nur die drei Wechsel, aber da werden wir, glaube ich, dann eine Hälfte zwei was unternehmen müssen. Ich gehe mal auf kontrolliert. So, ein Blecher mit der Flanke, ein Grabka. Was war das bitte für ein schlechter Antritt? Und dann stolpert er. Und dann spielen die so den perfekten Pass in die Tiefe. Und dann klären die wieder so schlecht. Ich gehe mal nach Ballverlust auf Gegenpressing. Dass Bukorni in der Situation ihn nicht in Seiten oder nach vorne bringt, sondern nur ins Tor aus, finde ich halt auch bitter. War gut geklärt. Aufpassen. Ausrücken hat Matuschek, finde ich, jetzt ganz gut gemacht. Vielleicht haben die, vielleicht rücken die nur dann noch gut raus, wenn sie hohe Aggressivität und hohen Einsatzfreude haben. Weil ich habe schon das Gefühl, in unserem Bordeaux-Safe, dass sie da ein bisschen besser rauslaufen als hier. Kubala hat was abgekriegt. Aber zumindest scheint er nicht verletzt zu sein. Warten wir mal ein bisschen ab. Gerade mit nur drei Wechseln möchte ich ehrlich gesagt ungern unnötig wechseln. Da ist es 0 zu 1 und es geht auch in Ordnung, weil wir einfach zu, wie sagt man in Österreich schön, zu blöd zum Scheißen sind. Also Krapka, auch hier Sedlak als Kapitän musst du, glaube ich, auch ein bisschen mehr mitdenken. Na, schlechte Partie. Richtig schlechte Partie. Ihr wart grauenhaft, das muss sich ändern. Ja. Ist verletzt, glaubt aber weitermachen zu können. Ist halt die Frage, was er glaubt. Ich lasse jetzt mal die beiden Außenverteidiger ein bisschen weiter mitgehen. Ja, in der Offensive muss was passieren. Also wir sehen da sowas von schwach. Ich bringe sonst den Rusek für den Kobala und ziehe den Katletz zurück. Ja, den Rest lassen wir im Moment noch, eben weil wir so wenig Wechsel nur haben.
So. Kein oder nicht gut attackiert. Da schaffen wir es zu zweit mit Mühe und Not. Super Antritt von Matuschek. Ja. Also Matuschek ist müde und schlecht. Wie ich so ein bisschen heute. Aber was ist das für eine grauenhafte Partie? Wir sind überhaupt nicht in der Lage, hier Chancen auszuspielen. Also ich muss da, um ehrlich zu sein, das Mittelfeld in die Pflicht nehmen. Einer, den ich da auch in die Pflicht nehme, ist Sip, der einfach das Niveau für die Mannschaft nicht hat. Und dafür, dass der eigentlich so großes Talent ist, liefert er halt wirklich wenig. Das ist schon ein bisschen eine Enttäuschung. Ja. Jetzt kommt bald die Schlussphase. Sané mit dem Antritt. Wie leicht er da auch wieder durchkommt. Schön ist, wir können morgen Straftraining machen. Ich werde den Tendeng jetzt noch reinbringen. Die Frage ist, für wen und wo und wie und warum. Ich werde ihn für Sedlak bringen. Die Frage ist, kann ich den Sedlak woanders spielen lassen? Ne, ich nehme ihn raus. Den Deng rein, weil der halt spielerisch ein bisschen stärker ist. Kann der Box-to-Box spielen? Dann machen wir mal so und dann bekommt Blecher diese... Er ist eigentlich auch Linksfuß. Lass mal Blecher auf jeden Fall mitgehen. Und dann schauen wir mal, ob wir da jetzt noch irgendwie mehr Kreativität aus dem zentralen Mittelfeld rauskriegen. Breite ist natürlich jetzt nicht der Kreativspieler da drin. Es würde mich wieder so ärgern, wenn wir dann gegen Brünn den ganzen Part wieder verhauen, weil wir eigentlich so gut performt haben. Und heute sieht man uns echt überhaupt nicht. Katlitzer Katastrophe, 6,4. Sieb nur eine 6,6. Okorni und Sterber, ja. Krapka auch nicht wirklich gut. Kam halt auch zu wenig von den Flügeln hier, um in der Offensive mitzuhelfen. Gut von Duris, Rusek. Was ist das schon wieder für ein schwacher Ball? Ich verstehe es einfach nicht. Anstatt den Ball irgendwie zu passen oder sowas, chippt er den so halb hoch irgendwie in Richtung Cutlets. So quasi, ist mir scheißegal, ist jetzt dein Problem der Ball. Sowas nervt mich. Den Deng mit dem Pass in die Tiefe, da ist Cutlets jetzt. Und den macht er rein und ich weiß nicht, ob das Abseits war. Was für ein Pass von Tendeng. Ja, ganz knapp. Man sieht hier, wenn man ganz genau schaut, die rote Linie ist ein Ticken weiter vorn. So ungefähr 2 Meter. Ah, ja. Ich sollte echt die Sims spielen. Was ist das schon wieder für ein Pass von Stanek? Na, wir machen morgen wirklich ein Straftraining. Ja, sorry Leute, ich hätte euch gerne einen perfekten Part geschenkt. Aber damit wird's nix. Er war nicht perfekt, aber wenigstens war er lang. That's what he said. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und mit diesem Stand gehen wir jetzt in die Länderspielpause, die ich dann überspringen werde. Nächster Part dann also in knapp 2 Wochen im Spiel zumindest. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao.